Ich glaube, gerade wenn man so andere Menschen sieht, die den Fehler passieren auf dem Laufsteg, denkt man sich, oh Kacke, jetzt wird mir das erst recht passieren. Ich war zwar nicht so überzeugt, wie ich gedacht hätte, dass ich es sein werde, aber ich bin trotzdem sehr stolz auf meine Leistung, weil es mein erster Rock überhaupt war. Aber der Moll ist schon sehr dankbar. Er hat gedacht, er war bei mir. Ja, dafür, dass der das schon so lange macht, ist einfach nichts passiert. Weißt du, was ich meine? In 4 Jahren. In the face, and the mouth is open shut, open shut, open shut. Then I only look at the mouth when they do that. Ist hier einfach zu viel gelaufen, glaube ich. Uiuiui. Ist hier einmal zu viel? Ja, und er steht schon da. And he doesn't know what to do. Was ist denn so? Ja, was mache ich denn jetzt hier? Einmal zu viel ist gelaufen. Aber eher einmal zu viel als zu wenig. Ja, egal. Mach's auf, oder? Ja. Das war nicht ganz so. Also, mit ja. Komischerweise bin ich gar nicht aufgeregt gerade. Ich habe eher Adrenalin. Ich habe nicht Lust, rauszugehen. Ich habe ein Schwein unterm Schuh. So ein Spitzen im Schuh. Aber egal, ich überspiel das. Jetzt bin ich aufgeregt auf einmal. Ich hatte ganz viele goldene Glitzersteine hier dran. Und das war ja wirklich aus Metall. Es war sehr schwer. Das war, glaube ich, das schlimmste Gefühl, was ich je hatte. Weil ich habe gemerkt, mein Material löst sich auf. Und meine Schleppe am Fuß wurde immer weiter. Dann bin ich raus und die Treppenstufen waren so hoch. Ich konnte mein Bein aber nicht anwinkeln, weil das Metall hat mich verhindert. Dann hätte ich das komplette Outfit auseinandergerissen. Heißt, ich konnte meinen Fuß nur so weit heben und bin mit meiner Spitze gegen die Treppenstufe und auf die Bühne gestolpert. Da war mein Selbstbewusstsein schon von hier nach da. Und dann habe ich gemerkt, während des Laufens, irgendwie mein Arsch wird irgendwie lüftiger. Die Arme immer so weit auseinander. Und merkst du, wie meine Hose immer weiter reißt und immer weiter reißt. Und dachte mir so, okay, fuck, vielleicht stehst du hier nackt oder nur in Unterwäsche. Ja, und dann hatte ich halt Angst, dass mir das am Gesicht auffällt. So, dass Heidi denkt so, ja, krass, warum ist er so gelaufen? Und vielleicht hing ja mein Shirt über den Loch am Hintern. Dass ich mich nicht erklären kann und dass ich deswegen rausfliege. Oh Gott. Ich bin aufgefallen. Nein. Und so richtig so auf die Bühne rauf. Ja, ich weil die Hose ist so schwer. Und dann bin ich rumgegangen und bin erstmal so auf die Bühne aufgestolpert. Und dann hat mein Zucken im Gesicht angefangen. Ich weiß, wann ich Scheiße gebaut habe, wann ich das Problem bin. Aber ich war nun mal nicht das Problem, sondern die Klamotte war das Problem, weil der Stoff halt einfach zu instabil war. Felix darf die Fashion Show schließen. Ja, also ich bin sehr aufgeregt, weil ich jetzt auch noch eine Schleppe dabei habe. Mal schauen, wie ich die jetzt so einsetzen kann auf den Runway, weil es sehr spontan war. Aber ich glaube, das irgendwie wird schon immer. Ja, ich werde das schon gut umsetzen können. Incredible. Great. Okay, Leute, Zeit fürs Finale.
Ich kann es nicht, keiner. Irgendwas mit Fischfilet. Desiré? Filet. Was Desiré? Desiré. 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 Komm, ich mit meinem hier französischen Halsdruck. Let's go. Ich war echt, echt überwältigt. Es war so eine tolle bunte Mischung und irgendwie, ich habe mich, glaube ich, ein paar Mal so ein bisschen so cool gut verliebt. Das war so cool. Also wirklich der Cast, Heidis Auswahl, die Mädchen, die Jungs, alle. Ich bin geflasht, ich bin weg und bin einfach so froh, dass Männer dabei sind. Der ist gut, oder? Ich bin wirklich baff von den Frauen. Und dann gab es Männer. Da sind Rohdiamanten dabei. Definitiv, aber es wird sehr viel Arbeit, denen das Laufen beizubringen. So, super gemacht! Es war jetzt meine erste Show mit Männern auch. Und es hat so großen Spaß gemacht. Ich bin einfach ganz doll glücklich jetzt gerade. Super, super, super. So cool, oh mein Gott, das war mein Moment. Und so. Das ist schön, ich will noch mal raus. Vielen herzlichen Dank nochmal, dass Sie alle gekommen sind. Ja, das war sehr schön jetzt gerade, aber Jean-Paul und ich, wir müssen jetzt gleich schon wieder eine Entscheidung treffen. Es werden uns heute schon wieder einige verlassen müssen. Thank you so much, everyone. Thank you again for coming. Vielen Dank. Das ist perfekt. Fantastisch. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.